Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge McAllister's Outdoor Cooking. Ein Dreivierteljahr, nachdem meine erste Gewürzserie auf den Markt gekommen ist, ist es jetzt soweit. Meine zweite Serie ist am Start und die werden wir uns heute mal angucken. Und das seht ihr alles jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Es war letztes Jahr im Juni ungefähr, als meine erste Serie, die McAllister's High 5, auf den Markt kamen, veröffentlicht von der Firma Lucoma. Ihr habt alle schön gefeiert, die Gewürze auch gut gekauft, sind richtig gut angekommen. Herausgestochen haben sie durch die kräftigen Farben, die wir einfach hatten und durch ein paar verrückte Namen wie die Big Bang Theory, den Medicopter oder das Taj Mahal. Jetzt habe ich wieder eine neue Serie rausgebracht, wieder mit ein paar crazy Namen und natürlich sind die Namen nicht das Ausschlaggebende, sondern auch wie die Gewürze schmecken und was die alles beinhalten und das möchte ich euch heute mal näher bringen. Die Gewürze gehen jetzt aktuell in dem Moment, wo ihr das Video guckt. Ich veröffentliche das Video ja um 18 Uhr. Zur selben Zeit gehen die Gewürze auch live bei Lucoma, also sprich ab jetzt könnt ihr die Gewürze eigentlich kaufen. Ihr findet da alles dazu, was ihr braucht, unten in der Infobox. Alle Links, ihr könnt da gerne mal bei Lucoma stöbern. Die haben auch schöne andere Gewürze, falls jetzt da von mir nichts dabei ist. Ja, und dann hätte ich gesagt, wir starten einfach mal durch. Wir fangen an mit meinem ersten Gewürz. Der erste im Bunde ist ein Steakpfeffer. Das lag mir besonders am Herzen, weil ich grill ja auch liebend gerne Rindersteaks und deswegen wollte ich unbedingt etwas haben, um einfach seine Steaks damit zu finishen. Der trägt auch dann den Namen Finisher, also der basiert so auf Pfeffer, auf Salz mit ein paar anderen Gewürzen dabei, die lese ich euch gleich vor und trägt den liebevollen Namen Stegosaurus. Der Stegosaurus enthält verschiedene Pfeffersorten, unter anderem auch richtig schönen groben Pfeffer und des Weiteren enthält er auch Paprika, Knoblauch, Zwiebel, Piment, Senfsaat, Koriander, Chili, Thymian, Steinsalz und Rohrohrzucker und getoppt wird das Ganze mit so einem leichten Hauch an Rauch, der da mit dabei ist. Also richtig geil für alle Sachen von Steaks, die ihr euch zubereitet. Sicherlich passt ja auch woanders da, muss ich aber erst herausfinden, für was man das alles verwenden kann. Aber die Zutaten laden definitiv dazu ein, dass man da mehr draus machen kann, als nur sein Steak damit würzen. So viel mal zum Stegosaurus und wir machen weiter mit dem nächsten. Zu meinem blauen Gewürz braucht man eigentlich gar nicht viel sagen, die Farbe erklärt alles. Blau ist so viel wie Wasser und im Wasser wohnen Fische, deswegen ist blau mein Fischgewürz mit dem liebevollen Namen Shark Norris. Also ihr habt richtig gehört, Shark Norris, hergeleitet vom guten alten Chuck Norris. Der kann alles, der ist einfach über allem und genauso ist es auch bei meinem Gewürz hier. Der ist nicht nur rein für blanken Fisch wie Karpfen, Forelle oder was auch immer, sondern ich habe auch geschaut, dass die Zutaten so gewählt sind, dass da auch Meeresfrüchte, Garnelen, was auch immer damit gewürzt werden können. Also alles, was irgendwo aus dem Wasser, aus dem Meer kommt und was man essen kann, könnt ihr damit würzen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der kleinen Note Dill, die hier mit dabei ist. Und ja, was ist da sonst noch im Einzelnen drin? Wir haben Paprika, Pfeffer, Zwiebeln, Kurkuma, Senfmehl, Knoblauch, Koriander, Muskat, Kardamom, Kumin, Ingwer, Tomatenpulver, Chili und wie gesagt die Dillspitzen, genauso wie eine gute Prise an Steinsalz. So viel zum Shark Norris, ein Allrounder, wenn es ums Thema Fisch bzw. Meeresfrüchte geht. Bin ich mega gespannt, was wir damit alles zaubern werden und wir machen weiter mit dem nächsten. Die White Edition meiner neuen Gewürze ist ein Burgergewürz, hat den liebevollen Namen Burgermeister. Also da ist am Namen jetzt nichts so Spektakuläres, das wollte ich einfach so schlicht und einfach wie möglich halten. Hintergrundgeschichte zu dem Ganzen ist natürlich mein
Streetfood bzw. Imbisswagen. Ich habe da lange rumgetüftelt beim Burgerbraten. Was kann man da für Gewürze verwenden? Habe ich angefangen, dass ich einfach bloß Salz verwendet habe und dann habe ich Pommes-Salz da verwendet. War auch schon alles ganz gut. Und ich habe einfach rumexperimentiert und rumgetüftelt und am Ende ist es einfach diese Gewürzmischung hier geworden, wo ich sage, da kann man einen Burger richtig gut pimpen, wenn man denn mehr als nur Salz auf seinem Burger mag. Viele mögen ja den Burger auch einfach puristisch in Natura. Ich finde, ein bisschen Salz gehört auf jeden Fall ran und wenn man das Ganze eben auf die Spitze treiben möchte, benutzt man meinen Burgermeister und hier haben wir folgende Zutaten drin, nämlich Paprika edelsüß, Pfeffer, Senf, Zwiebel, Knoblauch, Koriander, Petersilie, Thymian, Steinsalz und Rohrzucker. Also auch ein sehr, sehr geiles Gewürz. Viele Kunden aus meinem Foodtruck werden dieses Gewürz in Zukunft kaufen, denn ich habe da schon einiges an Anfragen bekommen. Deswegen ist es absolut Zeit geworden, dass das Gewürz jetzt auf den Markt gekommen ist. Und weil wir da gerade beim Thema Foodtruck sind, geht es auch gleich weiter mit dem nächsten Gewürz. In Ockerfarben bzw. so leicht Goldfarben. Ich weiß den genauen Namen, die Bezeichnung nicht mehr, wie die Rallfarbe geheißen hat, die ich mir damals ausgewählt habe. Auf jeden Fall trägt den liebevollen Namen Freddie Mercury, abgeleitet vom Gott Freddie Mercury von Queen. Alle kennen ihn und Freddie Mercury, eine Legende. Und beim Thema Legende bin ich auch bei meinem Foodtruck, denn so ein Foodtruck fällt und steht mit Pommes. Wenn man richtig geile Pommes verkauft, kommen die Leute von überall und genau das ist bei mir der Fall. Also viele Leute schwärmen von meinen Pommes, die ich im Foodtruck verkaufe und angefangen hat alles mit einem Gewürz, das ich damals aus dem Supermarkt gekauft habe. Das Ganze habe ich dann optimiert, weiterentwickelt, ein bisschen immer rumgebastelt, bis ich dann zur lieben Franzi von Lokoma gesagt habe, so machen wir jetzt mein Pommesgewürz und das habe ich dann auch schon selber angemischt, eine Zeit lang im Foodtruck verwendet und wie gesagt, die Leute feiern meine Pommes. Natürlich kann man Pommes auch einfach gestalten mit einfach nur Salz, puristisch, aber das finde ich persönlich langweilig und deswegen haben wir da hier einiges an Zutaten mit reingeballert, die das Pommes-Salz eben zu einem richtig geilen Pommes-Salz machen. Und hier haben wir dann drin als Hauptkomponente einmal Steinsalz, wir haben Paprika edelsüß, Zwiebeln, Kurkuma, Knoblauch, Selleriepulver, Boxhorn-Kleesaat und Rosenpaprika. Also sicherlich auch für mehr geeignet als nur für Pommes. Da bin ich gespannt, was wir da alles Feines damit zaubern werden. Ich denke, alles, was rund um die Kartoffel zuzubereiten ist, ob frittieren, backen, was auch immer, kann man damit gestalten. Werden wir sehen, was wir da alles machen. Für mich natürlich Hauptaugenmerk auf meinen Foodtruck. Und viele Leute haben gesagt, sie werden dieses Pommes-Salz kaufen, wenn es denn endlich gibt. Also alle aus meiner Stadt, aus meiner Gegend, die zu mir im Foodtruck kommen, hier ist das Pommes-Salz jetzt, ihr dürft jetzt gerne vorbeikommen und ja, dann sind wir eigentlich auch schon fast durch. Ein Gewürz bleibt nur übrig und das machen wir jetzt. Das Grand Final, auf das Gewürz bin ich mega stolz, in so leicht rosa schimmernd, naja, lachsrot, ich kann es nicht genau definieren, die Farbe, auf jeden Fall ein Gyros-Gewürz war mir persönlich sehr wichtig. Anfangs waren wir auf dem Trip, wir machen ein Döner-Gewürz, aber wir haben gesagt, Döner ist zu speziell und Gyros ist etwas, was die Leute doch viel, viel lieber haben. Mein Gyros-Gewürz trägt den liebevollen Namen Miroslav Klose. Alle kennen den Top-Fußballer, die Legende im Fußball. Miroslav Klose, einer unserer besten Nationalspieler, die wir je hatten. Ich finde den Namen einfach sensationell geil, aber wie wir genau darauf gekommen sind, ich weiß es nicht, es gab schon so viel mit Gyros, was wir nicht alles rausgefunden hatten, aber am Ende war es einfach, irgendeiner hat in den Raum Miroslav Klose gehauen und alle haben sich kaputt gelacht, wir haben gesagt, das ist der Name und ich finde, der passt hier richtig gut. Wie gesagt, Gyros, griechisch, lieben eh alle Leute und da kann man nicht viel verkehrt machen. Ein richtig gutes Gyros-Gewürz zeichnet sich eben durch ein paar Zutaten aus, die Gyros zum Gyros machen. Und ich lese euch jetzt mal vor, was wir hier bei mir drin haben, nämlich Paprika edelsüß, Pfeffer, Oregano, Thymian, Zwiebel, Rosmarin, Knoblauch, Tomatenpulver, Chili, Steinsalz und
Rohrohrzucker. Den kleinen Extra-Touch hier drin bildet wieder der Zucker, den wir hier mit dazugegeben haben. Ich weiß nicht, ob im normalen Gyros-Gewürz auch Zucker mit drin ist. Hier drin macht es sich richtig gut. Das rundet das Ganze einfach nochmal so richtig ab. Und auch dieses Tomatenpulver, das wir hier drin haben, gibt eine richtig feine Note. Also allein vom Probieren her richtig, richtig geil. Das werdet ihr schnell feststellen. Und damit können wir einiges an Gyros-Gewürzen bzw. nicht an Gewürzen, einiges an Gyros-Rezepten bzw. an griechischen Rezepten rausballern. Da steht wieder einiges vor euch. Ich bin mega gespannt, was wir alles zaubern können. Und das war's dann mit der Vorstellung meiner 5 Gewürze. Und dann kommen wir jetzt gleich noch zum Resümee. Und hier stehen sie dann final, meine 10 eigenen Gewürze, schön aufgereiht im Regenbogen-Style. Also man ist da schon ein bisschen mit Stolz erfüllt, wenn man das hier so sieht, seine eigenen Gewürze, denn man weiß, was da eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt, alles irgendwo zusammenzustellen, sich Gedanken zu machen, was für Namen gibt man den Gewürzen, weil es ist ja schließlich auch was Endgültiges und es ist manchmal gar nicht so einfach, wie man eigentlich glaubt. Ich weiß noch, wie es damals im September angefangen hat mit dem Part 2, als wir uns Gedanken gemacht haben über die Namen meiner neuen 5 Gewürze. Also wir sind da teilweise bis nachts um 1, 2 sind wir bei Bekannten noch auf der Terrasse gesessen und haben da einfach rumgealbert. Ich weiß noch, ist zwar nicht jugendfrei, aber zum Beispiel bei dem Pommesgewürz, das war damals so nicht der Fritty Mercury, sondern es waren die Hängefritten. Also jeder weiß, was da eigentlich dann gemeint ist und das sind Sachen, das vergisst du nicht, das hat einfach Spaß gemacht. Du bist teilweise am Verzweifeln, weil du denkst, nee, das passt wieder nicht und ist richtig abgefahren. Im Nachhinein denkst du, die ganze Mühe hat sich natürlich auch gelohnt und es gibt dann nichts Schöneres, als wie wenn du dann deine Babys hier vor dir stehen siehst. Ein großer Dank geht natürlich auch nochmal an die liebe Franzi und das komplette Team von Lokoma. Lokoma Gewürzmanufaktur. Das ist die Seite, wo ihr hin müsst, wenn ihr meine Gewürze bestellen wollt. Also Franzi ist eine ganz, ganz liebe, die unterstützt einen da in vielen Belangen, bei allem, was man braucht, nimmt einem viel Arbeit ab. Sie hat auch selber viel eigentlich um die Ohren, hat ja auch zuletzt ein Audit gehabt, ist eigentlich biozertifiziert und das macht die Gewürze auch nochmal richtig besonders. Sie ist auch dabei, dass sie hier für Vorwerk, für Thermomix mittlerweile Gewürze produziert. Also Lokoma ist nicht mehr so ein kleiner Fisch, als er vielleicht noch vor 1-2 Jahren war, sondern Lokoma ist jetzt mittlerweile schon richtig gut dabei im Business. Auch schon ein paar andere Blogger haben mittlerweile ihre Gewürze bei Lokoma anfertigen lassen und ich denke, da werden sicherlich auch noch mehrere dazukommen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich froh, Teil dieser Crew zu sein. Ihr wisst es alle hier, Fluch der Karibik, Teil des Schiffes, Teil der Crew. Ja, also ich möchte das Ganze nicht ewig ausbauen. Ich weiß auch, ich werde mit meinen Gewürzen den Gewürzemarkt nicht erobern. Ich meine, der ist riesig groß und es gibt andere namenhafte Hersteller, die da um einiges mehr Absatz betreiben und das auch wirklich professionell gestalten. Bei mir ist das Ganze halt trotzdem einfach nur irgendwo Hobby. Ich mache das für euch, für die Fans, die ihr da einfach ein bisschen Lust habt, hier Gewürze von mir zu kaufen. Sicherlich wird es auch die einen oder anderen von euch geben, die da auch Werbung für mich machen werden, wo sagen, hey, die Gewürze sind richtig gut, denn Qualität liegt mir natürlich am Herzen. Und wir haben bei allen Gewürzen geschaut, dass da wirklich Qualität an erster Stelle steht, dass die auch wirklich für die breite Masse von der Würzung her gut getroffen sind und von dem her wird es auch über den Tellerrand hinaus viele Leute geben, die vielleicht meine Gewürze irgendwann kaufen könnten. Ich habe es ja auch gesagt, die Gewürze wird es auch bei mir am Foodtruck geben. Des Weiteren wird es auch wieder ein paar Edeka-Märkte geben hier bei mir in der Region, wo man die Gewürze erwerben kann. Und ansonsten das große Ziel, wo ihr hin müsst, ist Lokoma, die Webseite werde ich euch unten in der Infobox verlinken und dann hätte ich gesagt, sind wir auch am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, das kleine Vorstellungsvideo hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar, schreibt mir doch mal, wie ihr die Namen findet, wie euch die Farben so im Allgemeinen taugen und dann hoffe ich, dass auch der eine oder andere meine Gewürze kaufen wird. Ich hätte gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und eine Sache möchte ich euch noch mit auf den Weg geben, nämlich eine kleine Formel, nämlich McAllister High Five One.
plus McAllister High Five 2 ist gleich Glory 10. Das sind meine Glory 10. Das waren meine finalen Worte. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs freundliche Zusehen. Euer McAllister. Macht's gut. Ciao.